So, hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Review. Heute stelle ich euch den Argellini oder Argellini Mojito vor. Das hier ist die 250 Gramm OVP. Die sehen alle gleich aus von Argellini. Man hat halt hier unten, je nach Sorte, halt das entsprechende Etikett unten drauf. Hier sieht man, ich versuche es ein bisschen näher ranzubringen, ein Glas mit vielen Limetten drin und ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber auf jeden Fall viele Minzblätter. Das hier ist, hier, ich hoffe, man kann den Schnitt ziemlich gut erkennen. Ist ein ziemlich feiner Schnitt eigentlich. Ab und an sind ein paar Ästchen dabei, ist aber nicht weiter schlimm. Von der Feuchtigkeit her, das kommt vielleicht auf der Kamera gar nicht so rüber, ist sehr, sehr, sehr feuchter Tabak. Also, aber nicht so feucht, dass er trieft. Also ist eigentlich perfekt für den Kopfbau von der Feuchtigkeit her. Gefällt mir sehr gut. Kommen wir mal zum Geruch. Also, der Argellini Mojito riecht ziemlich stark nach Minze. Eine herbe Minznote und auch eine ziemlich starke, penetrante Minznote. Man merkt im Unterton etwas leicht Säuerliches. Das lässt auf die Limette auf jeden Fall schließen. Riecht auf jeden Fall ziemlich gut. Da ich hier ein Fan von Minztabaken bin, denke ich, dass das Ganze ziemlich lecker wird. Und ja, ich werde jetzt hier den Phoenix-Aufsatz draufsetzen, werde das Ganze anrauchen und melde mich dann zurück, wenn das Ding angeraucht ist. Bis später. So, ich habe das Ganze jetzt mal angeraucht. Dann würde ich mal sagen, also kommen wir nochmal kurz zum Setup, bevor ich das vergesse. Ich rauche in der Browhood Browfish im Browhood Tonkopf mit dem goldenen Phoenix-Aufsatz. Der Kopf ist fast voll, habt ihr ja gerade kurz noch gesehen. Und drei Kohlen drauf und ja, Sesam-Mundstück, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und ja, kommen wir mal zum Rauch. Ja, schön weiße, dichte Wolken, wie man das von ausländischem Tabak kennt und auch fordert, würde ich mal sagen. Dichte, weiße Wolken, alles super, sehr, sehr gut. Kommen wir mal nochmal kurz zum Geschmack. Ja, die Minznote ist nicht so penetrant wie im Geruch, was schon mal sehr positiv ist, meiner Meinung nach. Man hat beim Ein- und beim Ausatmen eine schöne Minze, schönen Minzgeschmack im Rachen, was mehr in Richtung Pfefferminz geht. Sehr, sehr lecker. Vor allem kommt da so eine zitrusfruchtigartige Note noch dabei, die auch beim Ein- und Ausatmen vorhanden ist, ganz besonders beim Ausatmen, was auf die Limette schließen lässt. Alles im Allem finde ich das eine super Kombination. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und die Minznote wirkt auch so ein bisschen cremig im Mund. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Kombination, das Ganze. Ja, alles in allem kann ich den Tabak auf jeden Fall jedem nur empfehlen, der auf Lemon Mint steht und generell Minztabake mag. Ist ein sehr, sehr geiler Tabak. Schmeckt sehr, sehr gut und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her finde ich auch absolut in Ordnung. Für 250 Gramm 19,50 Euro passt auf jeden Fall meiner Meinung nach. Und ja, klare Kaufempfehlung. Grüße gehen auch raus an Hassan und das gesamte Shisha aus Dortmund-Team. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und dann sage ich mal bis später. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.